Skippen wir mal die ganz unnötige Scheiße und springen gleich rein. Yo, da 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 da. Okay. Oh Gott, ist so schön gegen das Mikrofon kommt. So, was ich die ganze Zeit mache, ist rumgammeln, weil ich mache nur Scheiße. Und ein paar Aufträge und gucke, was passiert, jo. Also ich mache echt nichts Spannendes momentan. Ich koste das DLC aus und will mal wieder Max-Level werden, bevor ich überhaupt die Story angefangen habe. Ui, ist aber gerade ordentlich ein bisschen geruckelt. Wieder Chip. Aber okay. Achtung an alle Bewohner. Kurt Anthony hier. Feindliche Agenten haben Dogtown infiltriert. Ich bin ein feindlicher Agent. Okay, eigentlich nicht. Prototypen Hochhaus. Fuck. Wie? Hallo? Vor ein paar Tagen griffen Scavs einen Transport an. Die Tech und die Wachen sind verschwunden. Letztere wahrscheinlich für immer. Das wäre eigentlich nicht weiter ungewöhnlich für Dogtown. Aber der CEO von Zetatech hat sich bei mir gemeldet. Der Transport gehörte ihnen. Zu der gestohlenen Tech gehört auch ein besonders wertvolles Augenimplantat und dazugehörige Baupläne. Die Scavs scheinen nicht zu wissen, dass es einen GPS-Tracker hat. Du wirst der Signatur folgen und das Nest der Scavs in den Longshore-Stacks hochnehmen. Ich habe dir weitere Details schon geschickt. Alle. Rückholaktion, okay. Das Gebiet feindlich. Deine Mutter gefickt. Was? Kann ich da ganz oben hoch? Das wäre cool. Chemie-Mods. Habe ich auch gar nicht vor. Jetzt ist aggressiv. Alter, mache ich viel Schaden, wenn ein Dings aktiv ist, Alter. Was für Fick. Weiß ja, russisch irgendwie. Schöner Cyber-Psycho, ich habe eine 4%ige Chance, dass das passiert. Das sind nur hässliche Scavs, Alter. Optik-Neustadt, wow. Ich nehme das mal kurz. Du wirst verrecken. Und weg mit dem Hochhieb. Und der hat den Geldsplitter dabei, geil. Das Spiel besteht für mich momentan aus nichts als Looten. Das ist echt Lootfest 4. Loot, 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 Loot. Was habe ich da noch?
Ach, du da. Hallo. Okay. Ich hätte meine Munition achten sollen. Ich habe einfach mal generell eine 20% Chance, Stromschläge auszulösen, Alter. Und dann treffe ich auf Gegner, die Stromschlag immun sind. Das wäre so. Es wäre so fucking low. Ja, dann kommt mal raus. So, ich warte. Mein Standort wird zurückverfolgt. Schon wieder. Oh, lol. Ich wusste nicht, dass man hier oben reinspringen kann. Also Dogtown ist voller Scheiße, Mann. Damn, brauchen die lange, um einen Standort zurückverfolgen. Fertigkeitsspiel. Junge! Oh. Kaboom! Soll die alle mal verkaufen, statt sie zu zerlegen, Bruder? Warum habe ich eigentlich keine Mods auf meinen Waffen? Verursacht physischen Schaden. Aber es gab doch mal Klingenmods, sind jetzt rausgenommen worden. Ach, nach oben geht's. Die Cyberpsycho-Musik, oh mein Gott, die ist so viel geiler. Bin ich jetzt auch ein Cyberpsycho, Alter? Hört sich so an. Ja, Glitch! Ich drücke auf Klingleveln. Nettes Samurai-Shirt. Kann ich es haben? Ich schneide es an dem Rand, ist kein Problem. Du bist da, du da oben, Mr. Netrunner. Du,
Hey, Sage! Ich will die Mucke immer noch. Aber ich mache den Klingenbooster. Ja, ich habe auch noch den Heckbooster, lol. So, jetzt weiß ich definitiv, wo ich die ganze Scheiße reinskille. Und zwar... Zurücksetzen. Reflexetechnische Fähigkeit. Reflexe war's. Was bist du? Sturmreichweite bei Gegnern. Freischalten, freischalten. Okay, finde ich sehr gut. Nur mehr Klingen erhöht die Chance von Betäubung. Beides geht, glaube ich. Musste Kai fragen. Kai ist gerade nämlich nicht zu Hause. Das ist nicht gut. Ich krieg mehr Leben dazu, als ich verliere. Es ist so lustig. Meine Lebensregeneration ist immer on point bei diesem Game. Ach ja, schade, dass es schon so schnell wieder vorbei war. Aber ich glaube, es war auch alle 3 Monate im Stream. Ich kann ihn ja ausrichten, dass du da warst. Aber du bist generell regelmäßiger im Stream. Also schätze ich mal, dass alles cool war. Wie kommt man da rein? Ich sehe Loot. Ah. Ah. Man kann auch einfach die Tür benutzen, Jesse. Ah. Warum kriegt man in dem DLC immer so viele legendäre Sachen, Alter? Jetzt mal ohne Flachs. Aber du kannst auch mal wieder in die Minecraft-Welt reinkommen. So, also, wir werden morgen sehr wahrscheinlich Minecraft machen. Seht ihr, ich soll eine Wüste haben! Welches MK ist das? So dumm, dass man das nicht bei Betriebssystem reinhauen kann. Bonus durch Reflexe. Oh, 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 hallo. Ja, das ist das DLC. Danke für dein Follow. Das ist sehr lieb von dir. Ja, und das DLC ist jetzt Cyberpunk 2.0, ist halt extrem krank. Ich weiß gar nicht, auf was ich mehr spielen soll. Ich bin momentan am Netrun, aber ich bin irgendwas zwischen Smart Gun, Netrunner und Hack'n'Slash. Ich? Still? Musst du mal deinen Ton anmachen? Lul. Still bin ich nicht. Also, weil ich mich am Konzentrieren bin teilweise, manchmal im Kämpfen und allem Möglichen. Man hört mich doch, oder? Hoffentlich. Sekunde. Mal kurz was. Bup.
Ja, naja. Kai, also hier streamt Jesse, nicht Kai. Kai ist gerade draußen, der spielt gerade irgendwas anderes. Ich streame auch manchmal alleine, aber wenn ich halt... Ah, okay. Aber wenn ich halt solo streame, dann meistens Cyberpunk. Weil... ist ein gutes Game. Sucht dich komplett hart rein. Das ist sehr, sehr toll. Du, hier drüben. Hast du für das ganze Chaos gesorgt? Da habe ich ja fast Mitleid mit denen. Fast. Lass mich raten. Von Zetatec angeheuert. Ich weiß, wonach du suchst. Glaubst du, ich bin deinen Weg? Lass mich auch raten. Du glaubst, ich werde dich retten. Nein, nein. Aber den Prototyp und die Baupläne. Richtig. Die haben mich zwar hier eingesperrt, aber ich habe mit dem Prototyp das Signal gepinkt. Ich wusste, der Konzern schickt jemanden. Mhm, clever. Gib mir die Kurzfassung. Wer bist du? Hassan Demir, Ingenieur bei Zetatec. Einziger Überlebender des Geth-Angriffs. Oh, lol. Wie wurdet ihr abgefangen? Hat Zetatec die Route nicht vorgeplant? Es war eine verdeckte Operation. Wenig Security, höchste Geheimhaltung. Die einzige Sprache, die Scavs sprechen, ist Gewalt. Das hier ist Dogtown, nicht Night City. Okay, okay. Wie sieht's jetzt aus? Du holst mich raus und ich helfe dir. Deal? Sekunde. Oh. So. Sollten wir nicht langsam... Scavs sind nicht bekannt für ihre Gnade. Sie wollen etwas von dir. Könnte man so sagen. Was die wollen, ist mein Implantat. Und das ist verdammt viel wert. Warte mal. Du hast dir die Tech in deinen eigenen Schädel gepflanzt? Was ein Spaß, ich dachte, so wäre es am sichersten. Die Scans der Grenzkontrolle erkennen unveröffentlichte Tech nicht. Im Nachhinein nicht meine beste Idee. Aber sie hat mir immerhin eine Weile das Leben gerettet. Den Prototyp und mich gibt's nur im Doppelpack. Wenn ich hier verrotte, kriegst du ihn nie. Der Typ hat mehr Glück als Verstand. Wie blöd muss man sein, sich einen Prototyp zu chippen? Nichts für ungut wie. Finde ich schon. Zetatec hat ihn dazu gezwungen, um ihn als Laborratte zu nutzen. Prototypen sind unberechenbar. Ziemlich riskant für einen Zetatec-Ingenieur, sich sowas einzupflanzen. Natürlich war es riskant, aber die Alternative war weitaus gefährlicher. Na klar. Und Daddy Zetatec ist natürlich einverstanden damit, dass ein Ripper aus Dogtown am Prototyp rumfuchtelt. Daddy habe ich nicht darüber informiert. Können wir dieses Gespräch jetzt bitte draußen fortsetzen? Ich liebe es. What the fuck? Und Daddy Zetatec. Warum so viel Drama um irgendein Implantat? Irgendein Implantat? Dieses Design könnte Kiroshi platt machen. Irgendein Typ aus Santo Domingo soll es aus dem Arasaka-Industriepark gestohlen haben. Also sind wir der Sache nachgegangen. Ich sollte es im Stadion kaufen, ohne Arasakas Aufmerksamkeit zu erregen. Und naja, stattdessen bin ich hier gelandet. Wie das hier mit? Ich komm da rein, zieh dir das Chrom aus dem Schädel und verschwinde. Ich hab's den Bastarden auch schon gesagt. Nur ein Ripper-Doc kann den Prototyp sicher entfernen. Wenn du ihn rausziehst, ist das Ding futsch. Ich brauche nur den Prototyp. Vom Zustand war keine Rede. Und was ist mit den Bauplänen? Ich kann dir zeigen, wo sie die versteckt haben. Das ist also deine Masche? Na schön, aber mach keine Faxen. Ich weiß, in welcher Position ich hier bin. Keine Sorge. Gut, dann knacken wir mal die Tür. Umgeh das Sicherheitssystem. Wenn das nicht geht, sieh im Wachraum nach. Vielleicht findest du dort dein Passwort. Okay, bin gleich wieder da. Wie ich sehe, hat Zetatec kein Geld gespart und einen richtigen Profi angeholt. Absolut. Easy und schnell, Alter. Jetzt bist du dran.
Wo sind die Baupläne versteckt? Die Scavs haben mich in ihre Werkstatt gebracht. Ich sollte die Sicherheitsprotokolle der Tech entfernen. Aha. Nach dir. Und komm nicht auf dumme Gedanken, okay? Dann wird's auch safe zum Cyberpsych oder so ein Shit. Oh, die Aussicht, Bruder. Oh. Welche Scheiße ist das? Hey? Der Typ war ein Arsch, aber das... Das ist barbarisch. Hm. Ich komm gleich nach, ja? Ich, Und Quick-Hack-Schemata zu extrahieren, aha. FF 55 E9 7A, keine Ahnung. Ach, ist scheißegal. Naja, bei Zetatec wartet auf mich auch ein heißes Ende. Hallo, ich hätte wahrscheinlich auch da außen lang gehen können. Ja, nö. Das wäre zu cool gewesen. Was jetzt? Da ist erstmal stehen, guckt okay, sich um, Alter. Da wären wir. Es müsste hier irgendwo... Hab es. Nova, ich nehme das mal. Bleib bei mir. Wir verschwinden. Warte. Ich konnte hören, wie du sie niedergemäht hast, also konnte dich halb Longshore auch hören. Hier wimmelt es bald von Scavs. Hast du eine bessere Idee? Dann raus damit. Die Zugbrücke. Hab gesehen, wie die Scavs sie benutzen. Wohl ein Notausgang aus dem Hochhaus. Die werden nichts bemerken, glaub mir. Ist eine sichere Sache. Siehst du? Ich kann doch ganz nützlich sein. Zeit, dass wir verschwinden. Das sieht ja so geil aus. Oh mein Lord. Kein Wunder, dass die PS4 das ist nicht. Ganz still und heimlich. Wenn sie uns nicht sehen, wird uns nichts passieren. Komm schon, Hassan. Du kannst das. Hassan, ist so gut für dich, wenn du mal ein bisschen schneller gehst. Die Brücke ausschalten, damit die Scavs uns nicht verfolgen. Toll. Ich bin zu weit gegangen. Ich habe wieder den Dialog nicht bekommen. So ein Scheiß. Hier sollte es sicher sein. Puh. Ich schuld dir was. Wirklich. Fast wäre ich draufgegangen. Kein Problem. Ich gehe ja nicht mit leeren Händen raus. Ich glaube, ich komme jetzt allein klar. Werd dem Boss sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. An alle Bewohner. Kurt Hansen hier. Oh nein, das hättest du wohl gern. Ich rufe meinen Fixer an, organisiere einen Transport. Er wird den Prototyp selbst entgegennehmen wollen. Nein, nein, warte. Ich kann nicht zurück zur Zetatec. Was, Chum? Du gehst mir mächtig auf den Sack. Was zum Teufel ist dein Problem? Mein Problem ist, ich bin fertig mit Zetatec. Ich wollte eigentlich mit dem Prototyp in Dogtown abtauchen. Ich hatte bereits einen Käufer. Musste nur warten, bis das Signal abläuft. Dann griffen die Scavs an und ruinierten alles. Wenn ich zurückgehe, bin ich tot. Tja. Warum bist du so scharf auf die Tech? Hast du nur den Hauch einer Ahnung, wie viel sie wert ist? Mehr als dein Leben, richtig? Ich habe keine Familie, keine Freunde. Ich habe alles dem Konzern geopfert. Und was bekam ich dafür? Mein verdammtes Leben haben mir diese Bastarde geklaut. Der Prototyp ermöglicht mir einen Neuanfang. Mhm.
Du wolltest also einen Megakonzern verarschen. Was war eigentlich dein Plan? Ich hatte nicht genug Kontakte in Dogtown, um es selbst durchzuziehen. Ich habe einen Käufer im Stadion kontaktiert, habe ihm alle Infos gegeben und er sollte den Rest organisieren. Und du hast ihm einfach so vertraut? Ich bin doch kein Idiot. Deshalb habe ich mir den Prototyp eingesetzt. Hätte er mich umgebracht, dann hätte er auch das Teil geschrottet. Ich wollte an der Grenze abholen während der Kontrolle des Konvois. Ein Auto hat auf mich gewartet, aber so weit kam es gar nicht. Warte, was denkst du, was jetzt passiert? Dass ich meinem Fixer sage, dem Prototyp sind Beine gewachsen? Sag einfach, dass er verschollen ist oder so. Das Signal habe ich getrennt und dein Fixer kann die Baupläne haben. Sie sind auch wertvoll. Du mieser Spritzer. Hättest den besseren Plan überlegen sollen, bevor du dir diese Saka-Seta-Skeff-Scheiße eingebrockt hast. Ich hab Mist gebaut, okay? Ich weiß. Aber die werde mich umbringen. Bitte. Newsflash, Choom. Du bist schon tot. Selbst wenn ich dich gehen lasse, werden die dich finden. Dann gebe ich auf. Töte mich. Ich meine es ernst. Ist mir lieber, als von denen gefoltert zu werden. Ach, Mann. Was soll ich tun? Das ist mies. Okay. Wir haben uns nie getroffen. Die Scavs hatten die Baupläne. Der Prototyp ist verschollen. Kapiert? Du... Wirklich? Ja, kapiert. Ich... Danke. Jetzt verziehe ich mich. Und du tauchst besser unter. Ich mein's ernst, Hassan. Wenn Setatec dich findet, bist du tot. Klar. Okay. Die clevere Drecksau hat den Konzern und dich verarscht. 2-0 für Hassan. Aber ich glaube, sein Glück hat bald ein Ende. Wie komme ich jetzt hier runter? Ah. My reflection. Du. Wee! Putz, Junge! Ja. Au, okay. danke. Thanks, but I'm German. Was meinst du? Robby, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du Setatecs Ware hast. Ganz Problem. Das Vögelchen hat es dir etwa nicht gezwitschert? Der Prototyp war nicht da. Aber ich habe die Baupläne. Das ist nicht ideal. Setatec wird sich nicht freuen, aber gut. Das ist wohl mein Problem. Deine Bezahlung ist unterwegs. Voodoo-Boy Punisher. Wie cool. Halt, stopp. Diesmal ist schnell. Okay, gut. Ich merke schon, ich habe meine Waffe auf normal geschaltet. Schon wieder Optik Neustart. Fucking Voodoo Boys. Ja.
Spaß! Bis zum Abend! Hello! Did someone call explosions? Because I'm here! Uff mit dem Scheiß, Mann, ja. Wo fangen wir an? BD E9 BD FF. Nice. Oh, ja, toll. Ich erfahre erst immer, dass es so ein Teil herumliegt, wenn der Kampf schon vorbei ist. My reflection. Und du hattest noch irgendwo ein legendäres Item rumzugammeln. Oh, ein neuer Selbstmord-Quick-Hack. Finde ich sehr gut. Inventar? Ja, okay, ja. Bewegungssteuerung kommt raus und du kommst rein. Warum verbraucht er jetzt einfach 12? Das war früher halt komplett anders. So, was jetzt noch in der Nähe? Das? Ach, ja, gut, dann mache ich die nächste Mal gleich im Eingang. Oh. Yolla da, Wamsi. Alles cool, Mann. Alles cool. Ich will nur... Ich kann meine Waffe nicht wechseln für 30 Sekunden. Was ist da für ein Hack? Für ein Hack, Alter. Oh mein Gott, es ist Jesse. Dieser oben da, der scheiß Effekt zu wegging. Vincent playing as Vincent and have a Krankheitschip in the brain that will kill him perfect. Yes. Ich muss mit Safe Set mehr lang verarschen mich. Ja, bitte lad neu. Shelty Cyberpunk, ja, nö. Grad nicht. Lade Screen. EPN, so where to home. Wie ist das System da? Ach Gott, was jetzt das? Okay, warte, Waffe ziehen. Okay, bien. Va plaisir. Du hast nichts gesehen, Bruder. Ich bin ganz langsam. Komm zu Papa! Papa ist nicht da! Du hast... Ich
ruf zurück. Alarm! Warum ist das ausgestiegen? Ich spreng dich in Stücke! Ich hoffe, nicht auf mich! Gibt's die Finisher mit dem Schwert noch? Meine Güte! Junge, warum fährt er denn nicht? Ey! Is have a bucket's not a buck oder was? Ah ja, das ist der TikTok-Trend mit dem 15 Dead Children in the Basement. Jetzt kann ich fahren. Kann ich wieder nicht fahren. Oh mein Gott, ich weiß, woran es lag. Man kann hier nur rückwärts fahren, weil da hinten so ein Gebiet ist. Oh nein, das war damals auch schon so. Ja, es war kein Bug, es war meine eigene Dummheit, Alter. Das Auto ist so beschissen gespawnt, dass man den Auftrag nicht machen kann. Oh my lord. Ich lade mal nochmal ganz kurz neu. Ja, maybe in another universe. Kannst du bitte auf Deutsch schreiben? Weil dein Englisch ist nicht gerade gut, Turbo. Ja, es gibt ganz, ganz viele andere Canon-Events. Wie ist das System lang? Oui. Oui. Du hast das, Baby, hm? Gut. Dann bringst du diesen Koordinaten. Ich ruf zurück. Kann man da lang fahren? Ja, da muss man lang fahren. Ey, wie dumm. Okay. Aber nach fünfmal laden habe ich den Bug gefängt. Englisch. Ich dachte erst, das steht Dänisch, Alter. Junge! Seht ihr, wie das Auto durchdreht? Das ist absolut nicht geeignet dafür, aber wenigstens ist das jetzt besser gemacht mit der K-Physik, Alter. Oh, wo geht's denn lang da?
Muss ich jetzt hier wieder raus aus Dogtown? Ey, es ist ja immer zum selben. Langsam kotzt es mich an. Ich hasse diese Car-Missions. Hoffentlich sind die gescriptet und nicht so zufällig. Also sagen wir es mal so, ich freue mich schon auf Cyberpunk Orion. Es wurde schon bestätigt, dass ein zweiter Teil kommen wird. Auf den kann ich wahrscheinlich erstmal 13 Jahre warten. Ach, meine Nase. Wenn man bedenkt, wie lange es dauert, das Spiel zu programmieren, Alter. 13 fucking Jahre. Vorsicht, B. Da ist jemand mächtig angepiest. Jetzt aber. Warum ist es plötzlich auf 26 hochgesprungen? Pest dich von mir! Jetzt, wo ich Ruhe hab. 89.0 RTL. So, jetzt wo ich Ruhe habe, anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob das Motorräder sind oder nicht. Es sind Motorräder, okay. Verfolger wartet noch auf meine Spur zu wechseln. Ja, dann komm doch, Bruder. Dann komm doch. Dann hast du die Chance. Ich extra auf dich warten, Baby. Ich sehe noch wieder auf der Map, wie er simultan mit mir langfährt. Ich sehe ihn aber nicht selbst. Hat nicht. Ciao. Piss dich dort. So richtig dämlicher Streak zu chillen. Bin sehr nett, bin sehr nett. Okay. Ja, mir geht's gut. Und dir, Leon? Ah, ey, diese ganze Streak-Sache, Junge. Danke für das Teamherz, schätze ich mal. Bitte nicht spenden. Das ist. Das geht meistens sowieso an TikTok. Auch wenn ich es sehr, sehr süß finde, immer. Oh, da kann man sich eine Karre kaufen. Geil. Yeah! Wusste doch, auf dich ist Verlass. Wir kümmern uns dann um den Rest. Kannst dir deine Belohnung abholen. Aber verbrate nicht alles für Expedis und Glitter. Ach, mit Y. Auf X ist jetzt Huppe. Okay, Bruder. Gut, gut und noch. Richtig behindert, Alter. Er setzt auf X die Hupe. Na
Drei Fahrzeuge sind erhältlich. Aha. Schließen Aufträge. Oh, Quartz Sidewinder. Winder, das heißt meine Lieblingsknarrchen im Spiel. Ja, also ich weiß, dass es kommt. Es ist halt schon angeteased. Es ist halt Project Orion. Thornton. Hast du Raketen, Bruder? Ach, wenn was bewaffnet ist, steht es drin, okay. Ein Panzerwagen! Hellhound! Soll ich mir den holen? Oh, da wird meine ganze Kohle draufgehen. Ach, und so selten, wie ich mit die Karre rumfahre, ist das schon wieder fast schade drum. Oh. Also ein paar Raketenwerferrunde, das ist schon echt Porno. Wenn Jesse Stream gucken, weniger zu, als ob Kyle es ist. Jesse dumm macht es unterhaltsam, und Kyle macht es bisschen. Ja, also. Ist okay, viele Belohnung. Ernst damit, S wird es geschrieben, Turbo. Ja, also. Ich bin ja generell ein bisschen. Wie soll man das sagen? Nicht so ernst wie Kyle? Das klingt so gemein. Aber ich bin so. Vielleicht bin ich etwas gechillter. Ich nehme alles so. Ja, lässiger, ja. Mann, ich will wissen, wie man meine Räder anschaltet. Auf der Tastatur ist es mit V. Jetzt muss ich mal auf die Tastatur drücken. Ich weiß doch tatsächlich nicht, wem die Leute lieber zugucken. Manche bevorzugen Kai. Ja, bei Ready Player One, das ist eine Anspielung auf Tron und das ganze Motorrad, also was ich hier fahre, die Räder sind auch eine Anspielung auf Tron, aber das Motorrad an sich ist die Yaiba Kusanagi und eine Anspielung auf den Anime Akira, der sehr gut ist, by the way. Akira ist gut. Es gibt auch viele Initial D-Anspieler, ist auch ein Racing-Anime, sehr, sehr nice, finde ich persönlich. Aber nicht jedermanns Sache, weil ich stehe persönlich auf diesen 90er-Anime. Die etwas älteren. Cowboy Bebop, Akira, Evangelion. Wofür brauchst du denn die Watchtime? Da oben war ich gerade drin, das ist voll krass. Für den Flex, wow. Meine Watchtime schlägt niemand. What the fuck? Kann ich in die Bar? Ich wollte da draußen hingehen, ja. Ich bin ja sehr dumm. Das habe ich in der Nähe geparkt. So kurz warten, Time skippen. Als ob du so viel Watchtime hast. Ich glaube, Kai ist gleich da. Wenn Kai wieder da ist, gehe ich auf. I'm sorry. Ah! Oh. Du hast den Nagel eingerissen. Oh nein. One day.
kommt von anderen Leuten. Choke, hold and roller vielleicht selbst die treuesten Fans. Okay, ja, ich krieg mal vom Orbital Air Benachrichtigungssystem Nachrichten. Zum Prototyp. Okay, nichts Spannendes. Ich finde das neue Handysystem, by the way, gut. Steig ein! Du weißt, dass ich auch Mod bin? Es geht um zwei NCPD-Beamte. Und wer außer dir könnte unsere Retter in der Not aus der Not retten? Die zwei kleinen Schweinchen waren geschäftig. Hatten einen Deal mit einem von Hansens Leuten, Dodger. Was soll da schon schief gehen? Ach, erstmal richtig hinsetzen. Ganz genau. Alles. Steig ein! Stella, die Verlobte eines der Beamten, wird dir alles erklären. Viel Glück. Stella? Stimmt irgendwas nicht? Runter! Dodgers Leute dürfen mich nicht sehen. Wie wenn's dich glücklich macht. Hör zu, das ist ernst, kapiert? Mit Dodger legt man sich nicht an. Okay, klar. Oh, eigentlich ganz gemütlich so. Okay. Verlobter Bill und sein Kumpel Charlie brauchen dich. Sie sitzen im Gebäude. Die auf der Seite liegen. Hans, meinte, die sind vom NCPD? Das ist so ein Moment. Ich hatte früher eine Mod drauf. Damit konnte man mit der Kamera out of bounds gehen. Sowas wie, ich weiß nicht, falls ihr Boundary Break kennt und sich mal die Spiele-Szenen so angucken, wie es aussieht, wie die Modelle aussehen, wenn man jetzt nicht in der Ego ist und sowas. Zum Beispiel in der einen Szene bin ich mit Panem durch die Wüste gefahren und wollte wissen, wie das V-Modell aussieht in dem Auto in der Szene. Ganz normal, aber man hatte keinen Kopf. Das war sehr, sehr lustig. Und genau in solchen Momenten, auch on-stream, wünschte ich, ich hatte AMM noch installiert. Jetzt kommt das große Problem. Red Script wurde geupdatet, aber ich weiß nicht, ob ich mir Cyberpunk noch mal modden werde, weil ich hatte damit so viele Probleme zum Schluss, wo die neuen Updates kamen und also ich hatte absolut keinen Bock. Ah ja, das Festival war ganz okay. Cops und Volltrottel, ja. Also ich machen manchmal Jobs nebenbei. Wollten was mit Dodger abmachen, aber die Nummer ging wohl voll in die Hose. Bill hat angerufen und meinte, ich zitiere, wir sind am Arsch. Hat gesagt, ich soll Hilfe holen, sonst pustet Dodger ihnen das Hirn weg. Wir sind am Arsch. Und sonst nichts? Wir sind am Arsch. Stella, bitte hilf uns. Ich liebe dich. Ist zwar süß, aber nicht das, was ich meinte. Als ich fragte, sagte er, zu kompliziert für Solo. Also, Bill ist dein Verlobter, Charlie sein Partner. Was kannst du mir noch über sie sagen? Bill ist anständig, aber Charlie ist wie ein großer Bruder, der ihm nur Ärger einhandelt. Okay, Charlie mögen wir also nicht. Night City hat uns alle zu dem gemacht, was wir sind, aber Charlie, er zieht Ärger magisch an. War schon immer so. Also, ihr alle drei seid Bullen mit einem ganzen Revier voller Bullenkumpels. Und dann ruft ihr einen Söldner. Dodger ist kein ehrlicher Geschäftsmann. Wenn ich damit zur Zentrale gehe, sind wir erledigt. Aha, ich sehe mir eine Schulter, Dirm. Warum nässt ihr euch wegen Dodger so ein? Er ist ein Dealer mit enger Verbindung zu Hansen. Totaler Psycho. Er ist aus NC nach Dogtown geflohen, um dem Knast zu entgehen. Bitte versprich mir, dass du Dodgers Leute am Leben lässt, ja? Sonst wird alles nur noch schlimmer. Hier die Zugangskarte. Dodger hat ein verlassenes NCPD-Revier übernommen. Das war richtig low. Sicherheitssysteme laufen noch, also solltest du damit reinkommen. Die Vorteile der veralteten NCPD-Tech, was? Was ich wiederum... Bitte. Ich gebe mein Bestes. Was ich wiederum extrem nice finden würde, es gibt tatsächlich Endings, zum Beispiel das Arasaka-Ending ist offen. Ob du stirbst oder nicht. Du wirst hochgeladen. Theoretisch könntest du, wenn die Tech weit genug ist, einen neuen Körper bekommen. Dann geht es weiter. Hier bei dem Ending
vom DLC überlebst du, wirst aber ein Schläferagent. Ist eins mit der beschissensten Endings, by the way. Bei dem Panem-Ending reist du durch die NUSA und suchst eine Lösung. Wenn du eine Lösung gefunden hast, könnte das Spiel theoretisch weitergehen. Oder es ist eine, ein Schläferagent ist zum Beispiel, wenn ich jetzt im Auftrag für die Regierung was mache. Also halt normaler Agent bin. Und dann werde ich irgendwann quasi zur Ruhe gesetzt und gesagt, okay, wir brauchen dich nicht mehr, geh dein normales Leben weiter. Und dann bin ich sozusagen ein Schläferagent, bis ich wieder aktiviert werde. Sozusagen, bis ich wieder einen Auftrag bekomme. Das ist ein Schläferagent. Musst du wissen. Wo war ich Xinglin? Genau. Auf jeden Fall bist du denn ein Schläferagent oder ein aktiver Agent? Das ist aber auch ein scheiß Ending, weil wie wird quasi Corpo? Also alle Endings sind offen, außer das Selbstmord-Ending und das Ending, wo Johnny übernimmt. Es könnte auch mit Johnny quasi weitergehen. Ich weiß aber nicht. Also, es kommt immer drauf an. Theoretisch könnte jedes Ending irgendwas sein. Das ist mal eine scheißlange Anfahrt. Wieso fragst du mich das? Sollte schon vor einer Stunde hier sein. Jo, ist aber nicht. Stört mich das? Okay, ich halte mal fest, da ist eine Glasscheibe. Ich halte mal fest, ich kann durch Glasscheiben hacken. Einschalten. Kontrollübernahme. Jetzt kann ich den Gefechtsturm als... Oh mein Gott, ist diese Sicht geil! Ich komme gerade. Oder? Okay, gucken wir mal, ob wir weitere Geschäftstürme von hier aus finden. Ich hack mich quasi jetzt von einem nach dem anderen. Ich? Meine Stimme? Meinst du hier? Es ist explosiv. Weil der, so rede ich normal, eigentlich. Also, das schnickt nochmal die Stimme. Okay, theoretisch. Wenn ich den Systemzusammenbruch verpassen, dann warten, bis meine Zugang stabil. Konnte ich nicht auch mal drauf gehen, dass ich durch die Wand hacken kann oder so? Also den Verbündeten verbreiten. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Hä, the fuck? Okay. Ich habe 32. Systemzusammenbruch kostet mich viel zu viel. Jesse, verfickte Drecksau-Turner. Ja, ich kenne das Game, aber es ist halt rotz Giftsplitter. Hängen die Aufträge alle miteinander zusammen? Das ist irgendwie nice. Ich muss mich irgendwo runterschleichen, aber wo? Yeah.
Nicht tödlich attackt und Y. Level up, bitch. Okay. Ich hab die Anweisung, hier niemanden zu töten. Es ist super schwer. Ich bin super scheiße und sowas. C1, 7a, 7a, E9, 7a, C1, 1. Wenn 9 Leute sich schlagen, der eine Waffe... Was? Keine Ahnung, frag mich nicht so eine Scheiße, Togo. Was ist denn heute los, Alter? Das ist halt schon so komisch. Oh, wow, ich hätte von hinten reingehen können. Ist okay. Okay, die Kante ist nicht richtig, Ach, fuck you. Okay, ich muss neu laden. Aber ich weiß, man kann da jetzt auch von hinten reingehen. Oh, muss ich das nächste Mal machen. Da zwei Orte rein, um reinzukommen. Okay, schön. Finde Bill und Charles. Systemzusammenbruch auf 12 heruntergesetzt, Alter. Habe ich gerade mit meinem... Wer verfolgt denn bitte schon meinen Standort zurück? Warum liegen hier viele Schrotflinten rum? Das muss ich hier hinten rum, oder was? Benutz ihn! Dein Recht oder deins? Na.
Wer fragt? Charlie oder Bill? Charlie. Also hat Stella jemanden gefunden. Gott sei Dank. Okay, versuchen wir sie aufzukriegen. Dieses Scheißteil. Hilf mir doch mal. Tritt lieber zurück. Bam. Ach du Scheiße. Ich weiß. Was zum Teufel? Was ist da passiert? Keine Sorge. Nicht mein Blut. Was ist hier passiert? Es ist nicht getötet, das ist nicht tödlicher. Einfach mir folgen. Was zum... Das ist Bill. Okay! Und das ist Jesse Turner. Er erstickt an einer Überdosis Synth-Coke. Geöffnete Bauchdecke, rausgerissene Gedärme, angefranzte Stichwunde am Hals. Alter 28, 53. Okay! What the fuck? Wer ist der Typ? Wer ich? Ich hab's doch schon gesagt. Ich bin Bill. Schon klar, danke Bill. Ich meinte die verdammte Leiche auf dem Tisch, die Stella irgendwie vergessen hatte zu erwähnen. Wir haben ihn nicht getötet. Echt nicht. Ach, solange ihr bezahlt, sehe ich hier nur zwei unschuldige Cops über einer Leiche. Na los, ich weiß es nicht, sicherlich ihm von deiner genialen Idee. Meine Idee? Du hast doch Dodger an Land gezogen. Sicher. Wenn du die Drogen nicht vor der Nase eines Junkies abgelegt hättest. Woher sollte ich wissen, dass er schluckt? Drogen, sagt ihr? Sag du's. Nein, erzähl du. Mir platzt gleich der Sack. Das war so. Der Typ klaut Dodgers Zeug, verpisst sich nach NC. Und wir hören, dass Dodger eine Belohnung auf ihn und das Koks ausgesetzt hat. Dann stolpern wir bei einer Routinekontrolle über ihn und seine 200 Gramm Synth-Coke. Also haben wir ihn eingesackt und hergeschafft. Der Typ hat 200 Gramm geschluckt? Geht das überhaupt? Wir warten jedenfalls hier auf Dodger, als Bill plötzlich die Tüte einfach so auf den Tisch knallt. Da schreit der Schweinehund, fickt euch Bullen, und stopft sich das Ding in den Mund. Hatte vielleicht ein Implantat oder so, mit dem er mehr schlucken kann. Ja, wie das deiner Mutter oder was? Was redest du für ein Scheiß, Bill? Und er wollte es nicht wieder ausspucken? Der ist ein Simulant. Ach, fuck. Nimm verdammten Loch im Hals versucht. Keine Chance. Die Tüte muss geplatzt sein. Er hatte Schaum vor dem Mund, zuckte so rum und ist einfach abgekratzt. Dann haben wir Panik bekommen. Der Vollidiot hat 10.000... Der Quill-Fact ist reich. Was hätten wir denn machen sollen? Wenn die Tüte schon kaputt war, warum dann noch die Doktorspiele? Wir waren in Panik, okay? Ist einfach passiert. Es ist alles weg. Alles vollständig aufgelöst. Deutscher macht uns kalt. Dann bringt ihr ihm den Dieb mit seinem Stoff. Nur ohne den Dieb. Oder den Stoff. Ja, so in etwa. Du musst uns hier raushelfen, bitte. Mhm. Also gut, dann mal los. Ja, Turbo, ja, natürlich, der pennt nur. Also. Wir kamen mit unserem Einsatzwagen her. Den bräuchten wir wirklich zurück. Das wird ja immer besser. Wo ist die Karre? In der Garage. Dann mal auf zur Garage. Jetzt ist das offiziell wie endlich in der Oberliga angekommen. Also in der Liga der Oberbleibirnen. Herzlich willkommen, Johnny. Stella bringt Deine mich Meinung um, wenn sie von der Sache erfährt. Ich bin ein toter Mann. Weißt du, was du jetzt brauchst? Guck mich nicht so sauer an, Digga. Richtig dicke Eier in der Hose. Ach, und du bist so ein harter Kerl, der zum Glück gar nicht stottert, wenn er mit dem Captain spricht. Ich stotter überhaupt nicht. Letztes Mal ging's hier durch. Wie ging der Code noch? 2893? Es war 2983. Idiot! 2893 stimmt. Ich hab's genau gesehen. Gib schon ein. Nein, das war falsch. Ha, 2983. Alter, sag ich doch. Dodgers Träger. Achtung!
Oh lol, Kamera. Oh oh. Der hat dich fast gesehen. Überwachungskamera. Ja, warte. Ach, nö, alles gut, ich bin noch ein bisschen. Nein, FF. C1. FF, FF. 7A. Ja, konnte ich nicht hin, egal wie. Ein bisschen bin ich noch. Das ist Schuld von Backbier, Oha. Ist verschlossen. Schon wieder? Ach, Leute. Hey, wir waren das diesmal nicht. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Dodger wird uns mit Eddies zuschütten, Bill. Der Plan ist narrensicher, Bill. Vertrau mir, Bill. Schnauze, Bill. Ich werde hier aufgeschmissen. Ich werde angegriffen. Geh nachsehen. Nein! Tu doch was. Ich bin die Scheiße so leid, wenn das vorbei ist. Halt's Maul, ich bin deine Scheiße leid. Stand auf. Skopdok. Der Weg zum Reichtum ist mit Wurst gepflastert. Hä? Ich habe keine Ahnung, wer die beiden sind, aber ich liebe sie. Lass uns von hier abhauen. Die sind so iconic. Nein, ich töte die nicht. Ich finde die gut. Jeden Charakter, der so ein bisschen lustig ist, würdest du instant umbringen. Es ist super langweilig, die jetzt zu gucken, mein Playthrough. Unser Einsatzwagen ist genau dahinter. Du hast sie doch, oder? Die Schlüssel. Scheiße. Sag nicht, du hast sie oben vergessen. Chill mal, ich hab sie gleich. Kann ich hinten einsteigen, bitte? Oh, fuck. Ach was. Eine Begrüßungsparty? Wie aufmerksam. Seid gegrüßt, Leute. Hi. Oh, bin ich zu früh? Wir können das erklären. Schnauze. Ich kenne dich nicht. Möchtest du dich nicht vorstellen? Ich bin Vi und ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Ehrlich. Gefällt mir. Eins ist mir aber nicht ganz klar. Was habt ihr da im Gesicht? Bisschen Ketchup? Waren die Servietten aus? Ja, also... Nein. Nein, nicht per se. Nicht per se. Und du? Kannst du sprechen? Gab eine Schießerei. Einer wurde getroffen. Viel Blut. Haben dann dein Zeug hergebracht. Ist oben. Ist alles erledigt. Noch so ein Poet. Na gut, dritter Versuch. Sagt er die Wahrheit? Du kennst die Antwort doch bereits. Ja, gut erkannt. Charlie, Bill, nun sag schon, was los ist.
Wir haben den Trottel geschnappt, der deine Ware geklaut hat. Seine Arme blinken nicht, gell? Das Problem ist, er hat das Zeug gegessen. Gegessen? Komplett verschluckt. 200 Gramm. Vor euren Augen. So schnell, dass wir nichts machen konnten. Wir wollten es rausholen, aber... Ihr wolltet was? Hey, guck nicht mich an. Ich war nicht dabei. Ich wünschte, ich wär's gewesen. Erzählt mal, Jungs. Und spart nicht an blutigen Details. Wir haben versucht, das Zeug rauszuholen. Es also, ist eine Überdosis. Aus ihm. Aus ihm? Ich weiß nicht mal. Dann ist das ganze Blut. Wir wollten es für dich rausholen, aber es hat sich in ihm aufgelöst. Unglaublich, oder? Barbarisch, Boss. Okay. Und was hast du mit dieser Freakshow zu tun? Die haben Angst, dass du sie kalt machst. Verstehe ich das richtig? Der Junkie hat sich vor euren Augen eine Überdosis ich liebe Dodger. Ich weiß nicht warum. Und ihr habt ihn aufgeschlitzt, nachdem sich das Zeug aufgelöst hatte? Und dann ruft ihr einen Söldner, weil ihr Schiss habt, dass ich euch die Birne wegpuste. Ja, so ziemlich. Ja, so ziemlich. Fühl ich. Den Scheiß kannst du dir nicht ausdenken. Scheiß Bullen. Freund und Helfer am Arsch. Ohne Scheiß, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Wenn ich das den Jungs erzähle. Hätten wir aufzeichnen sollen, Boss. Und? War's das? Sicher. Vorerst. So eine Story ist mir die läppischen 200 Gramm wert. Es steht euch frei zu gehen, Officer. Ich sollte mal nach den Jungs oben sehen, Boss. Touché. Einen Moment bitte. Prüft ihre Biomons. Kein einziges Signal, Boss. Sorry. Ich kann euch leider nicht gehen lassen. Was ist, wenn man... Oh mein Gott. Sorry, ich muss diese ganze Mission neu laden. Ich muss die ganze Mission nochmal machen. No! Warte mal, warten, Auftrag für Dodger. Weil der hätte uns wahrscheinlich gehen gelassen und uns nicht angegriffen, wenn ich die nicht umgelegt hatte. Nee! Weil ich weiß, dass man von ihm auch keine ikonische Waffe bekommt, weil ich rausfinden will, was passiert, wenn die überleben. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der sowas mal neu lädt, aber ich will es ehrlich wissen. Dodger ist hilarious. Ich dachte immer, ich muss so kurz was gucken, es gibt nicht tödliche Hex. Kampf-Quick-Hex, Schockschaden. Gibt es gar keine nicht tödlichen Hex mehr? Sind sie jetzt alle tödlich? Kampf ikonisch. Ja, weil sie wahrscheinlich auf Deutsch übersetzt wurde.
Ich will doch irgendwo das HMG. Da, oh mein Gott, man kann da ein Ablenkungsmanöver machen. Okay, finde ich gut. Das ist eine Werbung. Deshalb haben die so gestöhnt. Mein Scheiß rechts! Nicht tödlich. Kann ich scannen, ob der tot ist? Wer fragt? Charlie oder... Tritt lieber zurück. Ach du Scheiße. Ja, skip, nicht mehr im Blut, bla, okay, ja, bla. Oh Gott sei Dank kann man jetzt alles skippen, müsste ich die Dialoge nicht nochmal geben. Wer ist der Typ? Drogen, bla, du sagst es dann, erzähl du, mir platzt gleich der Kragen, mir platzt auch im Real Life gleich der Kragen. Wir warten. Skippen ist die tollste Methode in diesem Game. Dann. Okay. Eine kleine. In. Dann mal ab. Ja, Oberligal. Ja. Ach, und ich stotter überhaupt nicht. Letztes Mal ging's hier durch. Wie ging der Code noch? 2893? Es war 2983. Idiot! 2893 stimmt. Ich hab's genau gesehen. Gib schon ein. Das war falsch. Ha, 2983. Alter, sag ich doch. Dodgers Schläger. Achtung. Hä? Nikola! Was war das? Es gibt ein Geräusch, das auf dem Nervensystem macht schweren Schaden. Kampf, Quick Hack, Ultimativer. Nicht tödlich. Eine Tür. Fest verschlossen. Schon wieder? Ach, Leute. Hey, wir waren das diesmal nicht. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Dodger wird uns mit Eddies zuschütten, Bill. Der Plan ist narrensicher, Bill. Vertrau mir, Bill. Schnauze, Bill! Dann ist es eben Pacific? Bist du so ein Schlappschwanz, dass du dich nicht hintraust, Bill? Hast du Angst vor Geld? Sagt der Wichser, der das Zeug nicht in der Hose... Polnische Methode. Geht doch.
Man hat jetzt sogar eine Mini-Cutscene. Siehst du, der Job verläuft anders. Shit, shit. Tut mir leid. Die kennt echt gar nichts. Sie kommen. Tu doch was. Durchsuche die Umgebung. Oh nein, ich kann neu laden. Okay, ja. Ich hätte warten müssen, bis er wieder da sitzt. So eine Scheiße. Ach gut, ja. Warten auf Dodger. Okay, mal. Es hat inzwischen safe gemacht. Oh mein Gott. Ich hasse Stealth zu gehen. Ich habe kein Stealth-Bild. Normalerweise würde ich da überall mit Chamäleonhaut durch... Hey, wir waren das diesmal nicht. Hier muss Roger irgendwo wird ein uns Schalter mit Eddie sein. Zuschütten, Bill. Der Plan ist narrensicher, Bill. Vertrau mir. Fiebert ihr Äpfel alle mit? Da. Das ist so behindert. Shit, shit. Tut mir leid. Aye, aye, Sir. Sie kommen. Tu doch was. Weg von mir. Bleib weg von mir, Alter. Wie konnte die mich denn sehen laden? Ja, okay. Fick dich. Ich krieg das Kotzen. Geduckt. Kannst du dich leider bewegen? Ja, ich war geduckt. Meiner ist chilliger als andere. Warum? Eigentlich gar nicht. Du solltest mich mal sehen, wenn ich aggressiv durch dieses Spiel laufe. Hey, wir waren das diesmal nicht. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Zuschütten, Bill. Der Plan ist narrensicher, Bill. Weil ich ruhig bin, wenn ich mich mal so drehe. Aber ich bedanke mich. Wow. Mini-Event auf einem anderen Server oder was? Warten, bis sie da ist. Was jetzt? Mein Beileid, Alter. Los, ist immer mieser. Shit. Sorry. Verdammt. Das ist von ganz
Ja, ist leider so. Also, kenne ich, aber bin auch eigentlich ein schlechter Verlierer. Ja, klar. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Wow, das war Monster und da toll. Da müssen wir vorbei. Ist da jemand? Falscher Alarm. Flutlicht, Ablenkungsmanöver, zack, das ist für dich, du gehst dahin. Ablenkungsmanöver, zack, du gehst dahin. Nummer 2. Doch! Oh. Scheiße, so leid! Wenn das vorbei ist, höre ich auf! Ach, Skeptok. Fick dich, Charlie! Fick dich! Na los, komm! Lass es! Unser Einsatzwagen ist genau dahinter! Eine Netherite ist aber auch schon viel. Du hast sie doch, oder? Seid gegrüßt. Schnauz. Ich bin. Was hab. Bisschen Ketchup, bla. Du kennst die Antwort. Ja. Charlie, bitte. Gegessen, komplett verschluckt, 200 Gramm vor den Augen, bla. Hey. Oh, sie. Unglaublich. Okay. Die haben. Ich mag, dass du sie kalt machst. Und ohne Scheiß, wer solche. Hätten wir auf Zeit. Und? Mhm. War es das? Sicher. Sohnes. Ich sollte mal nach. Touché. Ein. Kein einziges Signal, Boss. Sorry. Ich kann euch leider nicht gehen lassen. Friss Scheiße! Zieh auf! Oh. 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 Wo sind die Bullen, wenn man sie mal braucht? Erb, ihr müsst nur noch ins Auto hüpfen und abhauen. Das kriegt ja wohl selbst ihr hin. Danke. Und, wollen wir dann mal? Ja, ja. Ohne Witz, hey, dass diese cyberpsychische Scheiß kommt, ich habe da eine 5% Chance. Okay, ich werde uns dann mal in der Zentrale zurückmelden. Warte, ich rufe zuerst Stella an. Ach, wie du meinst. Stella? Ja. Ja, wir sind gleich auf dem Weg. Wie? Erzähl mal, was haben die Jungs in Blau diesmal angestellt? Ich schwöre dir, wenn mich das nochmal jemand fragt. Sind wir gereizt? Ich brauche keine Details. Wenn die Kundschaft glücklich ist, bin ich's auch. Ja. Auftrag abgeschlossen. Kann man jetzt nicht mehr auf Laternen stehen? Die haben rausgepatcht, dass man auf Laternen laufen kann. Nein! Es war lustig, dass ich mal hier rauskomme. Hier riecht irgendwas voll nach gutem Tee.
Oh. Kriegt man Gladbot. Geht die Arschfass. Ist doch wahr. Aber ich habe eine schöne Iconic Weapon bekommen. Gleich mal antucken. Charakter Soberware Inventor. So, was machst du, Baby? Revolver, toll, spiele ich nicht mit. Wenn du den Gegner zuerst ins Bein und dann in den Kopf schießt, wird er sofort neutralisiert. 10 extra Punkte für Stil. Kopfschüsse auf Gegner, die am Boden liegen, versuchen immer kritischen Schaden. Die ist krank, wenn man damit umgehen kann. Die kann ich aber nicht. Oh, ich habe ein Level abbekommen. So. Gedusch. Das brauche ich nachher noch. Sturmreichweite. Oh, ich brauche noch 4 Punkte. Dann kann ich in Luft sprinten. Was riecht hier so nach Tee? Das irritiert mich gerade voll. Bin ich gerade irgendwie dumm? Riecht es doch, also Kai und ich machen uns ab und zu mal so einen richtigen Früchte-Erdbeertee und danach riecht sie die ganze Zeit. Aber erst so plötzlich. Hä, warum? Nee, ich riech nicht nach Tee, Alter. Ich stinke. Ich stinke immer. Ah ja, oh, ist irritiert. Mach ich jetzt noch einen Auftrag oder gehe ich auf? Ich hole mir auf jeden Fall noch die Tarotkarte. Irgendwo da muss das Quick-Reise-Terminal sein, Schnellreise-Terminal. Aua, wow! In Slow-Mo runterfallen. Ja, ich habe mich gerade hart gemault, aber es sah extrem lustig aus, weil ich slow. Ja, ich habe mich gerade selber gedisst. Ich wollte immer noch, dass Kai endlich nach Hause kommt. Airdrop! Wie soll ich da oben kommen? Schießen sich da oben ja schon die Birne weg wegen dem Airdrop. Ich will mitmachen, ey. Geht nicht ohne mich. Ist das die Gideon? Was ist jetzt die richtige? Aha. Oh, oh Scheiße. Jo, jo, jo. Was zur Hölle geht hier? Was zur Hölle abgeht? Explosion? Machen sich selbst. Alter, dieses legendäre. Es ist so OP. Vorher konnte ich das nämlich nicht in Legendary drin haben. Es ist so broken. What the fuck? Und ein legendäres Item bekommen. Overture. Ja, toll. Wieder eine. Revolver, ich spiel damit nicht. Kai ist wieder da. Was ist das denn? Hier. Aha, okay. Oh. Loot nehmen.
So, jetzt muss ich hacken. Was haben wir? E9C1557A. Okay. Und looten. Ui. Ja, Zenit, Schwitter, Handfeuerwaffen. Okay. Hey. Ja. Kai, willst du gleich noch streamen? Okay. Der Airdrop war das Beste, was mir passieren konnte. Der hat Geld dabei gehabt. Man muss jetzt immer alle Gegner looten. Können halt einfach so eine scheiß Splitter dabei haben. Ist so dumm. Jemand sagt Hallo, also Black Rose sagt Hallo. Hallo zurück. Okay, nein, hört man nicht. Ich sende Vistanen fort, um wie es aussieht. Das Problem ist, ich bin nicht sehr schnell, ich bin einfach nur sehr, sehr langsam. Meine Gedanken sind sehr schnell. Ich glaube echt, mit dem Sande Vistan wäre es sehr viel mobiler. Für mich ist da quasi nur die Zeit verlangsamt, damit ich schneller alles checke, was abgeht. König der Stäbe. Aber hingerotzt. Richtig respektlos. Ich will hoch. Dankeschön. Oh, das ist eine Location aus dem Ladescreen. Die kenne ich. Oh. Aua. Wie krass das aussieht. Guckt euch den Scheiß mal an, Alter. Das ist ein Minecraft Beacon. Oh. Das sehe ich jetzt, dass es aus der Scheißpyramide so ein Ding rauskommt. Oh. Was ist in der Kugel? Böse Menschen! Aua! Scheiße. Der hat mir mein linkes Ei durchschossen. Die haben mich! Das ist einfach Kai. Mist kriegt ihr nicht! Okay, Bruder, dann schlage ich dich halt zusammen. Oh Gott! Nein, bitte! F? Aber indeed F, Alter. So, Regina, Skippy. Hey, wie? Ich hab Neuigkeiten über Skippy und so brech den kleinen Schuh mit dem launhaften Abzug. Besuch vom Techie, der ihn erschaffen hat. Und dann ihn beim Kartenspiel verloren hat. Letztens einen Haufen Kohle gewonnen und kam bei uns, um ihn zurückzukaufen. Nicht die ganze Waffe, sondern nur die KI-Komponente. Naja, auf jeden Fall dachte ich, dass du vielleicht den Rest davon haben willst. Die Waffe, ohne die KI. Ich habe das Gefühl, dass du manchmal ein wenig sentimental bist. Also vielleicht wäre das ja ein nettes Andenken. Ja, wir kriegen Skippy. Nur ohne SpongeBob. Sad. Das wird richtig sad. Skippy ohne SpongeBob. Regina Dino. Regina.
Das ist das Letzte, was wir machen, dann gehe ich auf. Ich brauche diese Waffe. Ich brauche SpongeBob zurück. Also zumindest. Das hat aber, finde ich, CD Projekt echt gut gemacht. Jeder wollte diese Waffe nochmal haben, um seine scheiß Wand zu vervollständigen. Ich glaube, das ist das meistgeglitschte Item geführt. Jetzt kriegt man die einfach so wieder. Ach ja, Skippy. Für alle, die Skippy nicht kennen, es war eine Waffe, die wurde, also die hatte eine KI drin und hat mit dir gesprochen, wenn du geschossen hast. Und wenn du ihr neues Magazin reingesteckt hast, hat sie sowas gesagt wie, oh ja, füll mich auf. So viel dazu, das Schlimme war, aber die wurde gevoice-acted von dem deutschen Sprecher von SpongeBob. Das hat... Warum laggt es so? Fuck. Das hat die ganze Sache extrem lustig gemacht. Wenn dir SpongeBob sagt, dass du ihn auffüllen sollst. Ich vermisse es. Und jetzt hat sie den Teil herausgenommen. Aber zumindest kriege ich noch die Scheißwaffe für die Wand. So viel dazu. Ah, da ist der String zum Stricken. Hi. Yo. Oh mein Gott, Skippy! Es war damals die stärkste Waffe im Game. Diese allerstärkste Smart-Waffe. Oh, das ist nice! Ich habe sie so vermisst, um meine Enden zu halten. Aber ich glaube, es ist nicht mehr dasselbe. Ja, was ist mit ihnen? Hässlicher Wichser. Gib mir dein Geld! Okay. Ich finde es nur schade, dass Twitch Nachrichten viel später anzeigt, als man sie schreibt. Es geht. Manchmal ist es zeitgleich. Es kommt immer darauf an, wie delayed der Stream bei dir ist. Und heute muss ich warten, bis meine Fahndungsstände weg sind. Ja, so eine Scheiße. Dann ist mein Fahndungsstern weg. Yo, 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 yo. Es dauert aber lange. Jetzt ist er weg. Okay. Jetzt stehe ich auf einem fahrenden Auto und ich werde auch hier speichern. Ja, schönes Ding. So. Zurück zum Hauptmenü. Dann bedanke ich mich bei allen, die dabei waren und meine Eskapaden mit angeguckt haben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss.